Herzlich willkommen zum Zahngesundheitssymposium. Ich habe heute im Gespräch die Zahnärztin Silke Waggershauser. Sie ist auch spezialisiert auf Dentosophie, das wir in früheren Symposien schon angesprochen haben. Und ich freue mich riesig auf das Gespräch. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Guten Morgen. Ich starte gleich mal hier mit der Frage, dass Sie ja mit Sicherheit, wie alle anderen Zahnärzte, auch mit einer klassischen Ausbildung gestartet haben. Was hat Sie auf diesen Weg der Dentosophie gebracht? Ja, genau. Ich habe Zahnmedizin studiert und habe dann sogar in Berlin mich spezialisiert, damals auf Wurzelkanalbehandlungen. Das heißt, ich habe nur noch Endodontie gemacht, den ganzen Tag im Kleinsten unter dem Mikroskop gearbeitet. Und dann gab es in meiner Biografie wie so einen Bruch. Mein Mann wurde nach Spanien versetzt und ich bin mitgegangen. Zu dem Zeitpunkt war ich davon nicht so ganz überzeugt. Ich war schwanger mit dem zweiten Kind und war irgendwie so gerade im Nestbau und wäre lieber in Deutschland geblieben. Aber wie das Leben so spielt, hat mich das in der Tat in eine ganz andere Art Zahnmedizin zu sehen und zu praktizieren, katapultiert. Ich bin dann in Spanien in Kontakt gekommen mit einer ganzheitlichen Zahnärztin und die hat mir das Buch in die Hand gedrückt, auf Spanisch, von Michel Monteau. Und ich habe das dann gelesen und dachte, naja, spannend, mit der Dentosophie ist ja interessant. Und die hat mich dann gefragt, das war die Doktora Judith Helfo, willst du nicht anfangen? Und dann habe ich angefangen und habe mir an mir selbst den Aktivator ausprobiert. Und das war dann relativ schnell klar, dass ich dann auch den Kurs belegen würde und die Ausbildung machen würde, sowohl in Spanien, Madrid, als auch in Frankreich bei Michel Monteau. Sehr, sehr spannend. Also ich meine, jetzt gehe ich mal davon aus, dass Sie, ich meine, Sie haben die perfekten Zähne, die hatten Sie wahrscheinlich damals auch schon. Was haben Sie für sich so entdeckt, wenn Sie den Aktivator selbst getragen haben? Ja, in der Tat. Ich hatte als Kind eine lose Zahnspange im Oberkiefer. Das war die einzige kleine Sache, die bei mir reguliert wurde. Ansonsten bin ich gesegnet mit ziemlich geraden Zähnen. Und was ich in der Tat sehr bemerkt habe bei mir, ist in der Funktion, also das wirklich krasseste war in der Tat, dass sich meine Sehfähigkeit verändert hat. Das ist was sehr Individuelles, was mir einfach passiert ist. Ich bin kurzsichtig seit meinem 11. Lebensjahr, habe auch viel Dioptrien, minus 5,5. Und irgendwann habe ich nicht mehr gut gesehen, so nach 1, 2 Jahren mit dem Aktivator. Und bin zu einer Optometristin, die sagte mir dann, also du bist völlig überkorrigiert. Das ist viel zu viel. Und dann haben wir Schritt für Schritt das runterkorrigiert. Und für mich war dann relativ schnell klar und logisch, dass ich ganz viel mit dem Aktivator im Mittelgesicht gearbeitet habe. Mehr Sauerstoff durch die Nase. Die Augenhöhle ist gleichzeitig der Boden. Oder der Boden der Augenhöhle ist ja die Maxilla, der Oberkiefer. Und dementsprechend konnte ich da scheinbar an meiner Muskelfunktion, die meine Augen koordiniert, sehr viel verändern. Und ich habe jetzt eine Dioptrin weniger. Eine Dioptrin ist im augenärztlichen Bereich schon eine Menge. Das ist ja schon mal sehr spannend. Das ist jetzt was ganz anderes. Ich habe das jetzt, ich sage das immer allen Patienten und auch vor allen Dingen die Kindern, die eine Brille tragen, es muss kontrolliert werden im Laufe der Zeit. Immer wenn ich mir die Patienten angucke, gucke ich mir auch die Augenkoordination an, so um ein kleines Screening und einen Erstbefund zu haben. Und in der Tat, auch sowas kann sich verändern und verbessern. Sie haben ja jetzt zum Beispiel zu der klassischen Dentosophie auch noch Ausbildung in Posturologie gemacht. Dann später auch noch in der, sagen wir, in der besonderen Osteopathie beim Andrea Crivellaro. Ja. Vielleicht nehmen Sie uns mal mit, so was hat die Posturologie bei Ihnen, sagen wir, welche Horizonte sind damit geöffnet worden?
Ja, das war in der Tat ein sehr, sehr wichtiger und sehr ergänzender Baustein zur Dentosophie. Denn so groß der Fokus der Dentosophie ist, die Posturologie, der Begriff ist auf Deutsch ein bisschen sperrig. Das ist auf Spanisch Posturología oder auf Englisch Posture Control. Da gibt es sehr viele Studien dazu. Und letztendlich ist es ein gutes Puzzlestück, um Funktionseinschränkungen des Unterkiefers im kompletten Körper sichtbar zu machen. Also es ist gleichzeitig eine Diagnostik und eine Therapie, die die Schnittstelle bedient zwischen Optometristen, Podoätiologen, also Orthopädietechnikern, Osteopathen, Physiotherapeuten und Zahnärzten. Und genau in diesem Netzwerk habe ich dann auch in Spanien gearbeitet. Und bei der Posturologie ist es so, dass wir oder ich untersuche, wie die Position des Unterkiefers die Haltung beeinflusst. Das geht relativ einfach, indem man bewegte Übungen mit dem Patienten macht, mit geöffnetem Mund, geschlossenem Mund, um letztendlich über die Skelettmuskulatur herauszufinden, ob der Unterkiefer in seiner Position das System beeinflusst und ob ich zum Beispiel mit einem Aktivator, einer Schiene oder was auch immer der Patient mitbringt, manchmal bringen die Patienten ja schon Schienen mit, ob das positiv beeinflusst, negativ beeinflusst oder neutral ist. Und dass dieses Sichtbarmachen, das für den Patienten erfahrbare Sichtbarmachen, ist einfach super spannend. Gibt es auch so einen Selbstcheck, wo man sagt, okay, damit könnt ihr jetzt sehen, ob bei euch alles in Ordnung ist? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also, das ist schon wichtig, dass jemand das beobachtet und das sieht. Also, es braucht schon so ein Gegenüber. Einige Sachen, das geht auch über den sogenannten Bassani-Test. Da beugt man sich so vornüber und ich gucke, wie die Wirbelsäule sich bewegt. Das kann der Patient jetzt schwierig alleine machen. Was man auf jeden Fall mal machen kann, ist, dass man mit geschlossenen Augen und geöffnetem Mund einfach mal 30 Sekunden auf der Stelle läuft und das Gleiche wiederholt mit geschlossenem Mund. Oft spürt man, ob mit geschlossenem Mund man unruhiger läuft oder manche laufen aber auch sehr viel sicherer, weil der Unterkiefer in Position, in Okklusion sozusagen dem Gehirn über den Gesichtsnerv oder beziehungsweise den Kiefernerv die Informationen der Position des Unterkiefers im dreidimensionalen Raum schickt. Und das kann auch dazu führen, dass in Okklusion, wenn die Zähne zusammenbeißen, der Patient sicherer läuft. Das ist eine wertvolle Aussage. Dann würde ich natürlich in der Dentosophie einen Aktivator wählen, der auf keinen Fall die Position der Zähne beeinflusst. Zumindest erstmal nicht. Wichtiger Punkt. Also jetzt muss ich mal sagen, so in Ihrem zahnärztlichen Gedanken, wenn ein Patient bei der Tür reinkommt, dann machen Sie natürlich schon den ersten Cross-Check. Aber es ist wahrscheinlich so, also gerade von der Dentosophie herkommend und Posturologie herkommend, jemand kommt rein und Sie sehen wesentlich mehr. So am Gang und an der Bewegung, auch wie so kleinere Bewegungen sind. Also würden Sie sagen, also wenn jemand reinkommt, wenn jemand da liegt, Sie haben da schon viel gesehen, bevor Sie die Zähne gesehen haben. Ja, also über das Sprechen, über die Mimik, über manchmal auch zum Beispiel ein Piercing, das in der Nase ist, gibt auch eine Menge Informationen. Gibt eine Information zum Beispiel darüber, wie der Patient, auf welche Seite die Lieblingskauseite des Patienten ist. Das ist ein bisschen, also man kann relativ viel schon vorher herausfinden und ich habe es mir auch zur Angewohnheit gemacht, wenn der Patient liegt, statisch ist, ohne Bewegung, dass ich mir den Patienten von hinten angucke oder den Schädel zumindest von hinten angucke, das Gesicht von oben angucke. Das gibt auch nochmal, also ich bin immer dafür, den Blickwinkel und die Perspektive zu wechseln, um so viel wie möglich Informationen zu sammeln. Spannend. Also jetzt müssen Sie es uns schon sagen, das mit dem Piercing, diese Frage würde jetzt sonst Ja, also. was kommen.
Genau, das mit dem Piercing kann ich gerne verraten. Das ist wirklich, danach kann man die Uhr stellen. Man kann das an einem Rundum-Röntgenbild dann bestätigen. Das gucke ich mir auch an und schaue mir an, da sind ja hier noch die Nasenöffnungen drauf, verknöchert, durch welche Seite der Patient mehr Luft kriegt. Und wenn man die Patienten fragt, warum haben sie das Piercing auf der Seite gemacht, dann wissen die das nicht. Die sagen, ja, das war mir irgendwie klar, ich wollte das auf der Seite haben. Aber das ist immer das Nasenloch mit der geringeren Öffnung. Und das ist gleichzeitig die Lieblingskauseite. Spannend. Deswegen wird es intuitiv, also wie das Unterbewusstsein sozusagen spricht. Der ganze Mund spricht, nicht nur verbal, sondern in seiner Art, wie er ist, wie er funktioniert, ist es sozusagen ein Mikrokosmos. Sehr interessant. Also das macht ja schon mal wieder Lust auf mehr. das wäre jetzt vielleicht ganz interessant, wenn Sie jetzt unsere Zuschauer, die bis jetzt noch keine Berührung mit der Dentosophie hatten, einfach nur so ein kleines Briefing mitnehmen. Was ist Dentosophie sozusagen? Eine kleine Definition. Genau. Die Dentosophie ist eine Methode, die im Anklang mit anthroposophischen Hintergründen ein Versuch, die Mundhöhle aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Sie ist gleichzeitig Diagnostik und Therapie. Das heißt, der Dentosoph, die Dentosophin schaut sich an, wie die Kiefer, Oberkiefer und Unterkiefer zueinander passen. Und aus dieser Verschlüsselung werden abgeleitet oder es wird versucht abzuleiten, wie der Patient so tickt. Wir nannten das die Autobahnen, ne, auf die der Patient sozusagen immer wieder fährt. Genau. Und gleichzeitig ist die Dentosophie eine Methodik, die über eine Funktionsschulung von Atmen, Schlucken und Kauen, Dreiklang der Anthroposophie, versucht, diese drei Funktionen in Harmonie zu bringen, um letztendlich bei Kindern das Kieferwachstum zu harmonisieren, sodass sich die geraden Zähne hinstellen, und bei Erwachsenen diese Funktion, positive Rückkopplung eben auf den kompletten Körper und auf das komplette Sein. Weil wenn die Mundhöhle ein Mikrokosmos dessen ist, was wir sehen, erleben und fühlen, dann kann das auch sich verändern zum Positiven. Ist das verständlich? Super, ja. Also für mich sowieso, weil also ich schaue natürlich ja in die Richtung und wenn die Dentosophie jetzt angewandt wird, was gehört da dazu? Also für mich gehört dazu eine gute, sehr gute, fundierte Diagnostik. Das heißt, ich als Zahnärztin, ich schaue mir natürlich das an, was wir eben gesagt haben, Mimik, Haltung, Gang, aber auch sehr gut die Funktion des Kiefers, des Kiefergelenks, den Schädel, und natürlich gehört für mich dazu eine Befundaufnahme. Ganz klassisch, zahnärztlich, Befundung der Zähne, Beurteilen von Nichtanlagen, von Karies, was auch immer alles da ist, auch den Zahnhalteapparat und ein guter röntgenologischer Befund, der sollte dazugehören, um letztendlich die Grundlage zu schaffen dessen, was ist, einen Ist-Zustand aufzunehmen, um mögliche auch Nebenwirkungen des Aktivators im Vorhinein auszuschließen und um letztendlich dem Patienten auch eine gewisse Richtung vorzugeben, okay, wo können wir hinkommen, was kann sich verändern, was können wir positiv beeinflussen und wo brauchen wir vielleicht noch ein bisschen mehr oder mehr Mechanik vielleicht, was können wir noch alles mitnehmen. Wo brauchen wir einen Co-Therapeuten? Osteopathie immer, aber es gibt auch noch andere.
würden Sie sagen, bei der Dentosophie ist erstmal die Zahnbewegung nicht im Vordergrund? Das ist das Allerwichtigste. Die Zahnbewegung ist bei der Dentosophie nicht im Vordergrund. Sie ist eine mögliche Konsequenz der Harmonisierung von Atmen, Schlucken und Kauen. Denn wenn diese Funktionen in Harmonie miteinander funktionieren, wenn das Muskelspiel schön ineinander greift, dann können sich Dinge entspannen und die Zähne können sich bewegen. Ich habe es gesehen, auch bei Erwachsenen. Trotzdem ist mir ganz wichtig, an der Stelle immer wieder zu sagen, bei Erwachsenen ist es so, der Zahn in seinem Zahnfach im Kiefer ist stark verknöchert. Das ist das härteste Material, was wir im Körper haben und dementsprechend ist es nicht ganz so schnell oder nicht ganz so einfach, dass man die Zahnstellung verändert und es ist auch nicht im Fokus sozusagen. Und es ist für mich ein großer Respekt des physischen Körpers, dass wir den Patienten sagen, es ist kein Hex-Hex. Ja, wir sind immer noch hier auf dieser Erde in unserem Körper und wir arbeiten mit dem festesten Material, was uns der Körper bietet. Schmelz, Dentin und Knochen. Ja, und das ist nicht so einfach. Bei Kindern ist es was anderes. Auch da geht es darum, Atmen, Schlucken und Kauen in Harmonie zu bringen und dann das Kieferwachstum zu beeinflussen. Da funktioniert es. Also es ist ja insofern auch ein Kontrast zu dieser klassischen, sagen wir, Spangenversorgung, ja, weil hier spielt ja so der Patient also sehr in sehr großem Umfang mit, weil jetzt muss er selber ran. Das gab es ja früher nicht. Früher war es ja so, also man so, komm, mach mal. Und dann gehen die halt regelmäßig einfach zum Adjustieren. Aber jetzt sieht es ja ganz anders aus. Wo kommt jetzt der Eigeneinsatz dazu? Eigenverantwortung, genau. Selbstverantwortung. Konsequenzen für mein Handeln übernehmen, beziehungsweise durch mein Handeln Konsequenzen erleben. Das ist ganz wichtig. Also sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Bei Kindern sage ich immer, die Familie ist sozusagen der Kontext, in dem das Kind aufgehoben, liebevoll daran erinnert wird, dass es dieses Gerätchen 7 Tage die Woche immer zu tragen hat. Nicht nur in der Nacht, sondern auch ein Stündchen am Tag und 5 Minuten Übungen. Dreiklang in der Anthroposophie. 3 verschiedene Gehirnaktivitäten, einmal das Unterbewusste im Schlaf, das Halbbewusste, während ich zum Beispiel als Kind vorgelesen bekomme, Puzzle mache oder male. Und das dritte im vollen Bewusstsein, wenn ich die Übungen mit geschlossenen Augen mache. Und das ist eben die Grundlage dessen. Ich bin die Begleitung. Ich mache eine gute, fundierte Diagnostik, wähle das Gerät, gebe eine gewisse Prognose ab. Und dann ist die Verantwortung beim Patienten in Begleitung von mir, denn ich sehe die Patienten ja so alle 4 bis 6 Wochen. Sehen Sie einen Unterschied, beziehungsweise können Sie das so benennen bei jemandem, der aktiv richtig gut mitmacht, also der diese täglichen Einheiten wirklich einhält oder jemand, der bei Ihnen vorstellig wird und es ist gar nichts über die Bühne gegangen und Sie sagen, naja, aber vielleicht hast du es dann auch nicht verwendet. Genau. Ja, deswegen ist das auch ganz gut, wenn sozusagen eine äußere Autorität, das bin dann ich als Zahnärztin, nochmal streng daran erinnert, dass wie es zu machen ist, vielleicht auch nochmal Möglichkeiten, Ideen bespricht, wie es besser in den Alltag integriert werden kann. Aber klar, wenn das Gerät nicht getragen wird, dann passiert nichts. Nichts. Trotzdem ist es auch immer wieder überraschend, wenn Familien kommen, bei Kindern, die gesagt haben, naja, so richtig, wir kommen nicht ganz auf die Zeit. Dann sage ich immer, ja, mal gucken. Und trotzdem bewegt sich was. Es ist in der Tat die Regelmäßigkeit und jeden Tag. Und ich sage auch immer, und wenn es dann nur 10 Minütchen sind vorm Einschlafen oder beim Vorlesen, beim Kind, das System ist so formbar und so weich, das geht recht gut.
Und trotzdem, auch bei Kindern gibt es immer wieder auch Sachen, wo es stockt. Und da ist es dann spannend, das Puzzlestück zu suchen oder den Knoten zu finden, der gelöst werden muss, damit etwas anderes in Gang kommen kann. Das kann dann zum Beispiel eine Osteopathiesitzung sein oder was auch immer, was gerade da noch gemacht werden muss. Oder es hat irgendwie einen anderen Sinn. Einen autistischen Jungen hatte ich mal, der einen sehr tiefen Biss hatte, was tendenziell eher so eine verschlossene Charaktereigenschaft, sage ich jetzt mal, ist. Und dem ist es schwer gefallen, in eine Bissöffnung zu kommen. Aber es war irgendetwas, was er letztendlich mitgebracht hat, diese Erkrankung und diesen Autismus. Und dementsprechend hat man das an seinem Mund gesehen und es hatte irgendeinen Sinn. Sie haben vorher mal angesprochen, die Nasenatmung, das Schlucken, also das optimale Schlucken. Und ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt wirklich noch Zuschauer haben, die sagen, das soll irgendwie die Kieferausbildung beeinflussen. Vielleicht. Ja, das erkläre ich sehr gern. Also unser Schluckakt beginnt in einer relativ frühen Phase der Schwangerschaft, beginnt das Baby im Bauch der Mutter schon zu schlucken. Unser Gehirn hat ein riesiges Areal reserviert für die Funktion der Zunge. Das heißt, dieser Schluckakt ist etwas, was wir 70 Mal die Stunde ausführen, 1500 Mal am Tag, in der Nacht ein bisschen weniger, um letztendlich die Zunge immer wieder an den Gaumen zu führen. Und was wir heute erleben, ist einfach, dass durch die Nahrungsaufnahme oder was auch immer für Umwelteinflüsse unsere Zunge eher tief im Mundboden liegt, bei den Kindern, aber auch bei den Erwachsenen. Das führt dazu, dass beim Schlucken die Zunge nicht oben an den Gaumen kommt. Normalerweise sollte die Zunge 70 Mal in der Stunde oben an den Gaumen anklopfen. Im Gaumen ist eine knöcherne Naht und durch dieses, ich sag mal, Anklopfen kann der Kiefer wachsen. Da der Unterkiefer über die Muskulatur am Oberkiefer angehängt ist, wächst der Gaumen richtig und der Unterkiefer wächst automatisch mit, ne, in diesem Funktionsmuster. Also nochmal, wenn die Zunge unten liegt, dann kann der Oberkiefer nicht wachsen. Oft stülpt er sich dann so über den Unterkiefer und führt letztendlich dazu, dass der Kiefer nicht richtig wächst, die Zähne eng stehen und wir so einen tiefen Biss bekommen. Das ist etwas, was wir in unseren Breitengraden am häufigsten sehen, den tiefen Biss. Wo spielt die Nasenatmung mit rein? Also, weil das ist ja, ich denke mir, so ein klassisches Fernsehbeispiel. Also, wenn man Kinder beim Fernsehen zuschaut, die kleinen Kinder, die sitzen einfach meistens da mit offenem Mund. Schon mal, das ist mal schon der Start. Und ich kann mir vorstellen, dass in vielen Situationen Kinder einfach nicht mit der Nase atmen. Ja, also es gibt eine gemischte Mund-Nasen-Atmung, aber bei den Kindern sehe ich natürlich viel Mundatmung. Klar, wenn man sich vorstellt, die Zunge liegt da unten im Mundboden irgendwo rum, ohne ihren Tonus, ne? Eigentlich sollte die Zunge wie so Männchen machen im Mund, dann ist auch dieser Muskel, der den Lippenschluss bewirkt, eher schwach. Das heißt, hier kommt die Luft rein. Es entsteht nicht das Vakuum, das eigentlich entstehen sollte, wenn diese Lippen gut geschlossen sind. Und dann passiert was, dass hier diese Nasenflügelchen und das komplette Mittelgesicht nicht gut ins Wachstum kommen. Das heißt, man spürt es auch, hier ist auch so ein kleiner Muskel, der die Nasenflügel hebt und senkt. Und letztendlich sieht man es dann auch irgendwann am Röntgenbild, ne, hier im Mittelgesicht, dass da keine Belüftung stattfindet, sozusagen. Die Nasenatmung ist auf Körperebene ein großer Faktor der allgemeinen Gesundheit. Nur die Nase ist in der Lage, die Luft, die wir atmen, anzuwärmen, zu filtern und entsprechend vorzubereiten, auch mit dem richtigen Druck übrigens, sie nach unten zu befördern, sage ich jetzt mal so salopp. Klar, es ist wie ein Schlauch, wenn ich durch den Mund atme, wenn es ist ein großer, breiter Schlauch, und wenn ich durch die Nase atme, dann ist da wesentlich mehr Druck drauf. Und das ist eigentlich
gibt's noch viel, 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 viel mehr, kann man in die Tiefe gehen, aber das jetzt nur mal so als Beispiel dessen, was die Nasenatmung bewirkt. Und in der Dentosophie gehen wir dann nochmal auf eine übergeordnete Ebene. Die Inspiration, die sollte von oben kommen. Und die Mundatmung ist eher so dieses materialistisch Geerdete. Wir glauben nur das, was wir sehen, und nicht daran, dass es eben noch mehr Frequenz, Energie, was auch immer, wie man das nennen mag. Also der Aktivator, der leitet dir automatisch an, dass die Zunge in die Optimumposition kommt. Genau. Der Aktivator ist so konzipiert, ist wie so eine weiche Schiene in verschiedenen Größen für verschiedene Kieferformen präfabriziert, so heißt das. Das heißt, der Aktivator hat innen drin wie so eine Rampe, die die Zunge in die richtige Position lenkt, und außen so ein Schild, das die Lippen- und Wangenmuskulatur einlädt, sozusagen zum Beispiel ein gleichmäßiges Kaumuster auf beiden Seiten zu bewerkstelligen. Und es ist letztendlich ein Trainingsgerät. Es ist wie eine kleine Hantel. Das heißt, wenn die Patienten das nur nachts tragen und das irgendwie so ein bisschen, wenn der Muskeltonus runtergeht, im Mund rumliegt, dann passiert auch nicht viel. Das heißt, diese tägliche Arbeit im Tagesverlauf ist sogar noch wichtiger, wie eine kleine Hantel. Das ist sehr, sehr interessant. Also Sie haben schon angesprochen, dass Sie das primär für die Kinder einsetzen, weil das ja, sagen wir, im Wachstum einfach einen zusätzlichen Stimulus gibt und wahrscheinlich, weil das einfacher ist, dann einen schönen oder gewünschten schönen runden Kieferbogen mit geraden Zähnen. Ja, rund. Eigentlich genau. Quer. Genau, ja, aber das führt zu weit, genau, ja, aber Sie meinen das, was, also es ist so, ich gehe davon aus, dass mein Grundverständnis unseres Körpers, dass wir ein unglaublich intelligentes System zur Verfügung haben, das heißt, für mich ist es so, der Körper legt genau die Zähne in der Zahngröße an, wie sie zu ihm passen. Für mich ist es völlig logisch, dass genau die Zahnform und Breite zu dem Kiefer passt. Das, was dann aber passiert, ist sozusagen dieser epigenetische Faktor, dass die Funktion nicht funktioniert und der Kiefer nicht richtig wächst und es deswegen so aussieht, als hätten die Zähne nicht genug Platz oder sie wären zu groß. Und das ist letztendlich bei Kindern sehr gut zu beeinflussen. Bei den Erwachsenen wiederum haben wir unglaubliche Erfolge in dem Moment, wo wir atmen, schlucken und kauen, diese Grundfunktionen des Lebens miteinander kombinieren und harmonisieren, weil die Mimik, Schluck- und Kaumuskulatur natürlich sehr zusammenhängt mit dem Hals-Nackenbereich, mit dem Schulterbereich, mit der Kopfdrehung. Also man kann es relativ gut objektivieren, dass wirklich da Veränderung stattfindet. Oder auch im Gangmuster oder auch in der Haltung. Ne? Also wir Posturologen sagen, die Zunge ist die Königin der Haltung. Eine gute Zunge spannt uns auf über ein gutes Zwerchfell, Beckenboden. Das geht dann weiter bis zum nächsten Quergewölbe, Knie oder auch der Fußsohle. Also ist letztendlich diese Vernetzung über die Muskelketten ist ziemlich spannend anzugucken und sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden. Gibt es so einen Standard, wo man sagt, okay, für die Menschen ist es geeignet, oder würden Sie sagen, also es kann im Grunde genommen jeder davon profitieren? Das ist auch mein Ansatz an die Dentosophie oder diese Posturologie heranzugehen. Ich bin erstmal eher in einer fragenden Haltung. Das heißt, ich versuche, mich zurückzunehmen. Ich gehe mehrere Schritte zurück, wenn ich den Patienten beobachte und lasse letztendlich seinen Körper entscheiden. Ich könnte niemals im Vorfeld sagen, oh Gott, der braucht das unbedingt. Weil, also gerade bei Erwachsenen kann es sein, dass jemand
wirklich wie Quasimodo in einer ganz komischen Haltung durch meine Tür kommt und man denkt, oh, das muss doch korrigiert werden. Aber genau so wie es ist, ist es miteinander gut vernetzt und genau so ist es gut in Funktion. Das heißt, ein anatomischer Befund, irgendwas Schiefes, heißt nicht, dass es gleichzeitig funktionell Probleme macht. Mhm. Bei Kindern ist es was anderes. Da wollen wir das Wachstum entsprechend beeinflussen und natürlich möglichst viel daran setzen, dass diese Funktionen funktionieren und der Kiefer schön wächst. Aber ich würde niemals behaupten, das braucht jeder oder du brauchst es und du nicht. Ich lasse das den Patienten bzw. dessen Körper sprechen. Mhm. Also ich meine, wenn ich mir so die Ausbildung von Michel Monton anschaue, von der Dentosophie, dann ist so für mich so dieser Gedanke, also eigentlich könnte ja schon fast jeder davon profitieren. Gibt es so für Sie irgend so einen Punkt, wo Sie sagen, die lieber nicht? Letztendlich klar, die Eigenverantwortung. Wenn ein Patient davon ausgeht, das ist wie, ich gehe zum Arzt und nehme die Pille und dann wird sich alles verändern oder ich werde gesund. Das ist auch nicht mein Ansatz von Salutogenese. Das ist also ein wichtiger Punkt. Die Eigenverantwortung, die Eigenermächtnis in dem Moment ist Grundvoraussetzung. Ansonsten würde ich da keine Einschränkungen machen. Also in der Tat, anatomische Gesichtspunkte, ja, sollte man gut im Blick behalten, also wenn bei Erwachsenen Vorbehandlung war mit Multiband, also fester Zahnspange, dann ist es umso wichtiger, gut zu gucken, wie wann die Zähne im Kiefer verankert sind, um letztendlich diese Weite, die der Aktivator auch irgendwie schaffen soll, dass das ein Knochenfundament hat, weil sonst können die Zähne insbesondere im Unterkiefer sich sozusagen nach vorne bewegen und haben dann hier keine Knochenverankerung mehr. Das sind aber Sachen, die ich auf jeden Fall gut im Blick habe und kontrolliere, damit da nichts verrutscht. Jetzt kommt so die Frage der Fragen. Wenn, sagen wir, eine klassische Zahnstellungskorrigierung gemacht wird, dann ist in vielen Fällen wird ein Retainer, das meistens so von nun an bis in alle Ewigkeit, ein Retainer einfach reingegeben, der die Zahnstellung halten soll, weil wir ja natürlich die Erfahrung gemacht haben, dass sie die Zähne gerne mal dann wieder andere Positionen einnehmen. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit der Dentosophie? Kann man dann sagen, weil ja hier auf vielen Ebenen was bewegt wurde, wenn die Zähne dann da ankommen, da bleiben sie oder da ist auch wieder ein Rückwärtstrend zu beobachten? Nee, das ist in der Tat etwas ganz Grundlegendes. Im Ansatz der Dentosophie ist es so, dass weder das Gerät noch ich bewegen die Zähne. In der Kieferorthopädie ist es die Mechanik und die Intention des Kieferorthopäden, der den Fall plant, das bewegt die Zähne. Bei der Dentosophie ist es genau umgekehrt. Ich verändere was, in dem Fall meine Funktion, und eventuell auch mein inneres Erleben. Und dementsprechend ändert sich das Äußere, sprich meine Zahnstellung, Kieferstellung. Das heißt, etwas, was ich selbst gemacht habe, das geht nicht wieder weg. Weil wir gehen ja mit dem Fluss. Der Körper möchte ja gut in Funktion sein. Und bei der Kieferorthopädie ist es sozusagen die Intention des Äußeren. Das heißt, wenn man den Retainer wegnimmt, kann es eben sein, dass es wieder in die alte Position zurückschnurrt, sage ich jetzt mal. Genau. Wobei, wenn Patienten kommen, die einen Retainer haben, ist oft die Angst da, ich will jetzt aber eigentlich gar nicht meine Zahnstellung verändern, ich bin schon so zufrieden, trotzdem würde ich gerne was machen in der Funktion. Und dann lassen wir den Aktivator arbeiten und lassen den Retainer erstmal drin. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Und oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass nach ein paar Wochen, Monaten, wie auch immer, dann der Impuls selbst kommt des Patienten. Ach, ich möchte das raushaben. Machen Sie es raus. Also ich mache das nie gleich raus. Lass es immer den Patienten entscheiden. Also dann mit der Empfehlung,
an dem Patienten mit dem Aktivator dran zu bleiben, dass der sozusagen die Stellung hält. Der Aktivator kann die Stellung in der Form nicht halten. Das ist ja ein relativ weiches Gerät. Der Einzige, der die Stellung halten kann, ist der Patient mit seinem inneren Erleben. Ja, das klingt so ein bisschen sperrig und so ein bisschen wenig greifbar. Ich merke schon, wir wollen da irgendwas Greifbares. Aber letztendlich, der Aktivator an sich ist nicht in der Lage, irgendwas mechanisch zu halten, zu verändern. Das ist etwas, was der Patient macht. Aber klar, natürlich, wenn ich ein Funktionsmuster habe, wo ich bei jedem Schluckvorgang sowas mache, dann habe ich 70 Mal in der Stunde einen muskulären Druck in die falsche Richtung, nach hinten. Und klar, dann gehen die Zähne nach eng, sozusagen. Wenn ich das korrigiere, dann habe ich auch nicht mehr diesen Gegendruck. Also gerade mit dem Aktivator werden ja mehrere Dinge als rein nur die körperliche Ebene angesprochen. Sehen Sie bei Ihren Klienten dann so richtig Transformationen von jemandem, der so ein bisschen so in sich gekehrt und so vielleicht so, naja, so wenig harmonisch mit sich selber ist, dass die Menschen dann regelrecht aufblühen und auch in ihrem emotionalen Kostüm so eine richtige Weite erleben? Ja, insbesondere durch die Nasenatmung. Das ist einfach echt schön, wenn jemand seine Nase lernt zu benutzen und immer mehr zu benutzen und einfach auf physiologischer Ebene mehr Sauerstoff zur Verfügung hat. Da ist schon mal ganz was anderes, was da passiert. Also wir machen immer vorher, nachher Fotos oder alle 6 Monate ungefähr Fotos und da sieht man das schon. Also weniger Augenränder. Es gibt auch Patientinnen, die dann doch auch sagen, meine Güte, ist irgendwie auch schön, ich habe weniger Nasolabialfalte. Das steht jetzt irgendwie gar nicht im Vordergrund, aber logisch ist es schon, wenn ich diesen Muskel hier trainiere, dass da mehr Muskelvolumen ist und weniger Fältelung. Ja, also auch man sieht es, man spürt es, die Schlafqualität verändert sich, viele, viele Sachen passieren da. Und klar, das führt zu mehr Wohlbefinden, das führt zu mehr, wie Sie haben es gesagt, dass man sich einfach in seinem Körper wohler fühlt, sozusagen. Das gibt jetzt wieder einen völlig neuen Aspekt. Das ist so Dentosophie for Beauty. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Es ist auch für mich ganz logisch. Also ich meine, so, wenn Menschen mehr in die Harmonie kommen, ein Mensch, der in Harmonie ist, ist einfach ein schöner Mensch. Also abgesehen davon, von diesen genauen Pünktchen. Stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja. 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 Wenn Sie Klienten mit Aktivator und Dentosophie begleiten, also man, nachdem das ja so ist, dass das individuell ist und auch immer wird mitgearbeitet und vielleicht werden emotionale Themen angeschaut oder vielleicht eher weniger. Wie lange begleiten Sie die Patienten? Genau, ich arbeite gerne so wie in Blöcken. Also bei den Kindern vereinbare ich immer 1 Jahr, dass man sich auf 1 Jahr der Zusammenarbeit einlässt, um letztendlich da abzuschätzen, wie weit sind wir nach 1 Jahr gekommen, wie war die Mitarbeit, wie klappt das im Alltag, wie kann das Kind das tolerieren, haben wir Wachstum oder nicht, oder um diese Faktoren alle zu berücksichtigen. Und nach 1 Jahr guckt man dann, wie geht's weiter, hat das 1 Jahr schon gereicht? Oft ehrlich gesagt nicht, kommt aber auch drauf an, wie stark der Kieferengstand oder die Fehlstellung war. Und bei Erwachsenen ist es ein Block von 1/2 Jahr. Dadurch, dass da die Kieferstellung oder Zahnstellung in der Form nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern eher das Muskuläre, können wir dann nach 1/2 Jahr einschätzen, wie klappt's, muss ich noch weiter begleiten, wünscht sich der Patient noch eine weitere Begleitung durch mich oder
macht er alleine weiter, erfahrungsgemäß machen viele weiter, weil dann kann man auch nochmal den Aktivator wechseln, nochmal so ein, die Diagnostik nochmal wiederholen, auch um einen Vergleich zu haben, was ist geschehen in den 6 Monaten. In welchem Zeitrahmen sehen Sie die Patienten? So alle 6 Wochen. Das kommt so ein bisschen drauf an, von wie weit sie kommen. Am liebsten alle 6 Wochen in Präsenz bei mir in der Praxis, weil das letztendlich dann doch das Allerbeste ist, um einfach die Dinge auch mal anzufassen. Bei Patienten, die aber sehr weit herkommen, kann man auch mal einen Telefontermin dazwischen schieben oder einen Videotermin, um einfach mal so ein Feedback einzuholen und die Anreise zu ersparen in dem Moment. Sehr interessant. Haben Sie für sich jetzt so, so das Gefühl, also wie wird das angenommen von den Patienten? Ich gehe davon aus, also zu Ihnen kommen dann jetzt eigentlich nur Patienten, die für die Dentosophie offen sind. Oder gibt's Patienten, die sagen, oh Moment einmal, das habe ich mir anders vorgestellt, ist mir viel zu viel. Wenn ich da selber was machen muss, geht gar nicht. Ja, also für mich ist das so, es gibt natürlich viele Patienten, die haben das Buch gelesen, die nehmen diese lange Anreise in Kauf und kommen dann zur Beratung und auch zur Behandlung. Und dann gibt es aber auch Patienten, die kommen einfach zu mir, weil ich Zahnärztin bin. Meistens Kinder, Familien, die eine Empfehlung bekommen haben von anderen Familien, Mensch, geh da mal hin. Oder die vielleicht auch beim Kieferorthopäden schon waren. Und manchmal sagt der Kieferorthopäde, wir warten noch ab oder wir beginnen erst später. Oder es wird was vorgeschlagen, was den Familien irgendwie sich nicht richtig anfühlt. Und die kommen auch zu mir. Und letztendlich ist das Schöne an der Dentosophie, ist das, was ich mache, das klingt sowieso mit. Und da nenne ich immer das Beispiel von einer Familie, die wusste nichts von ihrem Glück. Das war ein Vater mit seinem 8-jährigen Kind und ich habe dann erklärt, was los ist. Die Zunge und der tiefe Biss und die Zunge muss nach oben. Danach sagte der Vater zu mir, aha, ich habe es verstanden. Die Zunge muss hoch und dann geht das Garagentor auf. Ja, genau so ist es. Genau das ist Dentosophie. Es muss nicht jeder alle Einzelheiten der Anthroposophie erfassen und da mitgehen. Letztendlich das, was sowieso wirkt, ist das Tun und all das, was dahinter steht. Gibt es so eine bestimmte, sag mal, Jahreskategorie vom Einsatz, so vom Alter? Also ich meine, ich glaube bis nach oben, da darf die Oma auch mit. Gibt es einen bestimmten Starttermin, wo Sie sagen, ja, wenn sich das und das abzeichnet, könnte man schon starten? Also mit der Oma, das ist in der Tat ein wichtiger Gesichtspunkt, weil um Dentosophie zu machen, brauchen wir Zähne. Das heißt, beim Säugling geht es nicht. Und bei der Oma, die unbezahnt ist, auch nicht. Ja. Letztendlich brauchen wir Zähne und dementsprechend ist das der einzige Faktor. Und meine kleinste Patientin war 1,5, die war schon voll bezahnt. Und die älteste, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich so um die 70. Also letztendlich ist das der limitierende Faktor. Aber das beste Alter, um letztendlich Wachstum zu beeinflussen, habe ich die Erfahrung gemacht, ist so ein Vorschul-Grundschulalter. Das ist richtig schön. Wobei auch bei Jugendlichen, die dann schon so eine Eigenmotivation mitbringen, auch noch viel gemacht werden kann. Und bei Erwachsenen sowieso mit einem anderen Fokus, weniger auf Zahnstellungsveränderungen, sondern eben auf Funktionsschulung. Wobei es ja mich bei der Dentosophie, also ich meine, ich habe die ja schon locker mal seit 10 Jahren im Blick, mich das immer wieder überrascht hat, dass es einfach auch bei Erwachsenen so, ich meine, die muss es vielleicht nicht geben, aber die kann es geben, so Wow-Ergebnisse gibt, wo wahrscheinlich jetzt so von der klassischen Kieferorthopädie jemand sagt, ja, Moment einmal, das kann es doch gar nicht geben. Ja, definitiv. Also wenn der Körper bereit ist, dann macht es. Ja.
plim plam plum, ne? Dann ist es wie, als hätte man einen Stecker in die Steckdose. Ja? Dann vernetzt sich das alles und die Neuroplastizität. Wir denken ja in der Dentosophie, dass das alles im Mund passiert, aber die eigentliche Arbeit ist eine Reedukation der Funktionen von Atmen, Schlucken und Kauen, so wie sie das Gehirn koordiniert. Das heißt, wir benutzen den Mund als Eintrittspforte, aber das, was eigentlich passiert, ist hier oben im Oberstübchen. Das ist manchmal ziemlich anstrengend für die Patienten. Die sagen, oh, das ist ja, also da das Gehirn, das fängt richtig an zu britzeln und zu arbeiten, das erstmal alles zu koordinieren und Zunge hoch und schlucken und ups, ja, also es ist schon nicht so wenig, was da passiert. Jetzt vielleicht nur eine wichtige Botschaft an Eltern, deren Kinder vielleicht jetzt gerade mal so einen Termin hatten bei der klassischen Kieferorthopädie. Da ist also, ich weiß nicht, ob man das noch standardmäßig macht. Früher war es immer so der Klassiker, wenn ein Engstand war, wo man sagt, Vierer raus. Ja, das war früher mal so eine Sache. Oder eventuell, also wenn es ganz eng wird, dass man eventuell noch an die Entfernung von anderen Zähnen geht. Wie sehen Sie das mit Ihren Erfahrungen mit der Dentosophie? Ja, viel hat es mit dem Alter zu tun. Letztendlich sehe ich schon recht früh, ne, dass der Engstand da ist. Oft ist es für die im Milchgebiss für die Eltern schwieriger, das mit zu nachzuvollziehen. Ne? Also das wird dann erst sichtbar, wenn die bleibenden Zähne dann so kommen. Deswegen Vorschul-, Grundschulalter. Die Zahnextraktion, ich erlebe schon, dass die Kieferorthopäden, zumindest die, mit denen ich zusammenarbeite, dass die zurückhaltender geworden sind mit den Extraktionen. Es ist schon ein Trend, der vielleicht auch aus dem Patientenklientel kam. Wir wollen es nicht mehr, wir wollen das weniger. Und letztendlich denke ich, im Heranwachsenden sollte das auf jeden Fall vermieden werden, mit Hochdruck sozusagen. Ja, und relativ früh und relativ nachhaltig dann, klar. Aber trotzdem sage ich immer, wenn die Familie zum Beispiel jetzt bei einem Kind nach einem Jahr des Tragens des Aktivators sich trotzdem entscheidet, dann vielleicht aus ästhetischen Gründen den einen oder anderen Zahn nochmal zu drehen und dann zu einem Kieferorthopäden geht oder eine kieferorthopädische Behandlung bei mir beginnt, dann steht dem nichts entgegen. Also es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Die klassische Kieferorthopädie, so wie wir sie haben, hat natürlich einen anderen Fokus und berücksichtigt Osteopathie zum Beispiel weniger. Trotzdem ist es einfach auch schön, eine Mechanik dazuzunehmen, ne, zum Beispiel mit einer Aligner-Technik und die Funktion trotzdem zu berücksichtigen. Also sowohl als auch. Also das würde dann kombiniert werden, der Aktivator mit einem Aligner. Genau. Kann kombiniert werden. Genau, Aligner sind so durchsichtige Schienen, die letztendlich kleine Zahnbewegungen bewerkstelligen können. Und klar, wenn eine Muskulatur drumherum nicht dazu führt, mit der großen Kraft das ganze System wieder in eine andere Richtung zu drücken, sondern das einfach freilässt, dann kann diese Mechanik viel besser funktionieren. Und letztendlich kann das auch zum Beispiel dann der Kieferorthopäde nochmal bedienen, zum Beispiel nach einem Jahr. Ich sage immer den Familien, es ist nichts verloren. Selbst wenn wir ein Jahr lang ganz viel schon bereinigt haben, ja, es ist wie so eine Bereinigung dieser Funktion, dann hat der Kieferorthopäde auch was viel, viel leichter. Oder die Mechanik, von wem auch immer man angewendet hat. Kann man so ein Aligner so sehen? Also man wie Invisalign ist ja fix. Also da ist ja nichts dran zu rütteln. Die Zähne sind ja, sagen wir, wie bei der festen Spange, nur einfach anders. Aber trotzdem einfach fix. Ist ein Aligner, gibt ja den Zähnen mehr Spielraum? Ja, schon, ja. Und letztendlich ist es ja auch herausnehmbar, beziehungsweise es wird schon 22 Stunden getragen. Mhm. Aber durch diese Kunststoffe, da kann man aktive Elemente oder osteopathische Gesichtspunkte berücksichtigen. Letztendlich muss man es entscheiden, was beim Patienten vorliegt und ob das passt. Aber man kann da, das ist eigentlich eine ganz elegante Methode, um Mechanik und Funktion miteinander zu verknüpfen.
Jetzt kommt so meine Frage, weil ich meine, das Wunschkonzert wäre natürlich, also ich meine, ich glaube jetzt viele Zuschauer, die wir jetzt haben, die würden sagen, Mensch, sowas würde ich für mein Kind auch wollen. Wir haben halt gerade festgestellt, also gerade in Ausbildung von der Dentosophie sind aktuell einfach so ziemlich überschaubare Menge an Therapeuten, die gerade bei Michel Montand in der Ausbildung sind. Und mein Wunschkonzert wäre jetzt, wenn zum Beispiel andere Kieferorthopäden mal sagen, oh, das ist ja einfach eine tolle Möglichkeit. Haben Sie vielleicht hier ein paar, sagen wir, inspirierende Worte, die also vielleicht gerade so an die Kieferorthopäden, die bisher also rein im klassischen Bereich arbeiten, dass man die so ein bisschen für die Methode erwärmen kann? Ja, das ist ganz einfach. Liebe Kollegen, ich persönlich bin an einem Punkt, wo ich die Schulmedizin überhaupt gar nicht verurteile. Ganz im Gegenteil. Ich bin unfassbar dankbar für das, was ich im Studium gelernt habe über Anatomie und die Funktionen unseres Körpers. Ich glaube, an der Stelle ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir in diesem sowohl als auch denken, dass es kein Widerspruch sein muss, ein Kieferorthopäde zu sein, der zum Beispiel mit festen Zahnspangen arbeitet und gleichzeitig eben diese Gesichtspunkte berücksichtigt, zum Wohle des Patienten. Und dafür, glaube ich, kann ich nur eine Einladung aussprechen und dann macht es auch richtig Spaß. Super. Ja, danke schön. Ja, also sehr, sehr inspirierend. Also es freut mich immer. Also das, vielleicht geht es den Zuschauern auch so. Also ich habe bei jedem Interview, das ich zu Dentosophie gehalten habe, also ich meine, das ist ja schon über 2 Jahre her, bei jedem hatte ich immer so das Gefühl, ich will sofort den Aktivator haben. Ja, also weil es wirklich, wirklich sehr, sehr transformierend ist. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank für das inspirierende und erfrischende Interview. Vielen Dank an Sie und für die Einladung. Dankeschön.